gleich hier. Kannst du selber ein Bild machen. Ui. Und da, was? Vielen, vielen Dank. Ja, also besteht der Plan noch, dass wir da jetzt gleich hinfahren, theoretisch? Ich würde es lieber abraten. Das sind irgendwie 20... Ich würde nicht hinfahren mit unserem einen Schiff, wenn wir das nicht direkt versenken doch, wollen. Wenn dieses Schiff verloren hat, macht es jetzt irgendwie keinen Sinn mehr. Achso, die haben also nicht, zumindest nicht so hoch. Du kannst halt probieren, dort. Ey, nicht runterhauen, Tidia! Ich hab nicht runtergehauen. Ich bin unterwegs. Ich hab grad vor dir Angst gekriegt. Oh, nee. Oh, jetzt haben die Leiter eingefahren. Wir können noch mit unserem Schiff. Ja, weil du so hochgeklettert bist. Jetzt haben die dich gesehen. Genau, das hätte ich sonst vorgeschlagen. Auf der anderen Seite ist auch eine Leiter, sieh dir. Ja, das machen die jetzt auch. Meinst du, die fahren die jetzt auch noch? Ja, da wird die einfahren. Nicht mal schnell hoch und nehmen die jetzt ein oder so. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht kriegen die sie auch nicht mit. Geh nach hinten rein, geh nach hinten rein. Nee, ich wollte so stehen, als würde ich dazugehören, Mann. Die sehen doch, dass du nicht dazugehörst. Warum denn? Weil die über deinen Namen Lebensanzeige sehen. Versteck dich irgendwo. Ja, hinter der Kanone. Ich bin schon der Meinung, dass wir die packen könnten. Die sind ziemlich kacke. Sehen die mich jetzt oder sehen die mich nicht? Versuchen die zu reden oder? Hä, sieh dir, sie. Oh nein. Was haben die nicht gesehen? Ah, ich hätte mal einen Voice-Chat anmachen sollen, nicht Noob. Warte, willst du hier spawnen? Nee, ich bin gerade voll im Punkt. Nee. Schon wieder Regen, ey, das gibt's doch nicht. So AFK, dass sie da gerade ernsthaft im Stream an dir vorbeilaufen? Nee, ich stehe da wie ein NPC. Oh, die reden Französisch? C'est dir, hör auf dich zu bewegen. Ist hier oben ein Tornado. Alter, wie geil ist das bitte? Die checken das nicht. Oh nein, der hat jetzt meinen Balken gesehen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Hä? Was ist denn mit den Franzosen los? Na, PvP-Pros. Ey Leute, ohne Scheiß, die würden wir packen. Die sind nicht so gut, glaube ich. Ja, die sind gerade nicht wirklich alarmiert oder so. Aber die chillen einfach nur mehr. Ja, meinst du. Oder meinst du, die wissen, dass wir am Start sind hier? Geil, Alter. Ja, krass, wo, Alter. Wo bist du? Legst du da noch? Ich stehe rum. Haben die da? Haben die auf dem Boot normale Kanonen oder große? Also hier auch nie große. Es gibt große Kanonen. Es gibt Large und Medium. Die sehen large aus, die wir auf dem Boot haben. Ja doch, siehst du, die haben das die ganze Zeit nicht gecheckt, Alter. Die greifen mich jetzt erst an, Alter. Ich dachte schon, die sind lieb. Machen Party mit uns. Boxy. Nee, ich bring ins Wasser. Damit rechnen die nicht. Lol, die sind ja alle hinterher. Echt? Kannst du das Schiff jetzt? Claim mal das Schiff, Alter. Ey, große Kanonen, glaube ich. Wir müssen die Leiter irgendwie. Schade, dass wir die Leiter nicht selber einfahren können. Sind die mir alle hinterher, wirklich? Jetzt ins Boot runter. Zwei Stück. Oh, ey, ohne Scheiß, die würden wir echt packen. Die sind super kacke. Wenn ihr die noch ein bisschen weiter stresst, wollen die eh rausfinden, wo wir wohnen und kommen. Ja, aber das kriegen die ja nicht raus, oder? Ja. Boah, also das Streamfehler. Ja. Ach so. Und zwingend, Tür, ihr und Perroquet. Oh, ich hab dein Leg. Du hast das Wissen. Salut. Moin. Was heißt denn Gnade? Sag mal, je m'appelle Beam. Nee, das ist ja dumm. Nein. Alter. Das stimmt, genau. Er wohl tue, er noch die Parle. Salut. Alter. Ça va. Jetzt fehlt noch. Ça va bien, merci. Oh Mann. Wie dir, c'est chez nous? Arthur, ihr en perroquet. Hat sie dir gesagt? Oh Mann. Der hat sie dir gesagt. Monkey? Sind jetzt. Nein! Hilfe! Scheiße. Krasse, hätte ich sagen sollen. Die wissen, dass wir Deutsche sind, die kennen uns. Echt? Nee. So, wieder da. Gibt's einen neuen Plan?
Beamen ja, und Beamen gehen gerade auf den Sack. Nö, die machen gerade Aggro auf uns. Wir sind ja nicht auf den Sack gegangen. Die taunten gerade. Das finde ich aber schon lustig. Ich dachte jetzt am Ende wirklich, dass die uns einfach in Ruhe lassen. Weil ich stand mindestens 5 Minuten auf dem Schiff von denen. Easy, dude. Ja, wir waren relativ entspannt eigentlich. Ich habe nur Hallo gesagt und wie es denen geht und so. Ich messe mit Kacke. Wie wäre denn sonst der Vorschlag, jetzt gemeinsam auf die Patatas zu rennen? Vielleicht die Schiffe mit Kanonen einzusetzen, um zu gucken, ob man vielleicht doch bis an deren Mauern rankommt. Und vor allem könnte man da schon mal das ein bisschen die Koordination des Schiffes üben. Das würde Sinn machen. Ich würde das Schiff noch sehr gerne jetzt nochmal ausprobieren. Der Rama ist auf dem Schiff drauf. Ja, Leute, nicht zu sehr, nicht zu sehr provozieren. Auf der am Krähennest. Ja, ich seh dich da hochklettern. Die wissen schon, dass ihr deutsche Seiten auch streamt, okay. Kann mal bauen von meinem Schiff? Also die eine Flagge ist gleich unten. Ist das Global, was ich jetzt gerade geschrieben habe? Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir eine Antwort. Nein, danke. Irgendwas ging schnell. Aber dann wissen wir doch jetzt wenigstens Bescheid, Leute. Weil das hat mich jetzt irritiert. Was ist das Gelaber davor? Ah, guck mal, Mac Dong Tong, we gonna talk about that. Aber so lange greifen die uns jetzt vielleicht erstmal nicht an. Nee, glaube ich auch nicht dran. Inhaltetaktik. Ja. Ey, lass jetzt die Spanier platt machen. Jo. Weißt du, die ist auch locked, ne? Jo. Aber ich glaube, ja, dass das Schiff automatisch nachlädt. Ich glaub auch. Ja? Weil hier gegenüber ist diese Schiffkiste hier mit den Ketten dran. Das ist die Kiste, wo das ganze Material zum Reparieren drin ist. Mhm. Und wenn ich jetzt repariere, brauche ich das Zeug nicht im Inventar, sondern kann einfach nur mit dem Hammer rumrennen. Und deswegen vermute ich, dass das mit der Munition genauso ist. Ja. Willst du aufs Schiff gehen, Maulwurfen? Wo gehst du denn jetzt gerade hin? Ich will hochklettern, oben. Ich komme mit. Auf den Stein. Hast du auch Kletterzeug und so? Ja. Cool. Ich versuche halt so wenig zu rennen wie möglich. Damit ich mein Food und so nicht draine. Ich habe nämlich jetzt komplett Fisch und Fleisch und alles Mögliche dabei, damit ich nicht sterbe. Habe ich auch. Und um da oben dann eine Flagge zu setzen, weißt du? Schon losgegangen? Nee. Nee, es muss uns einer vom Stapel lassen. Wer macht das? Voll easy mit der Grab, also mit der Kletterhaken. Ah, hier, Release Ship einfach noch müssen wir. Okay. Also ich bin oben. Oh, er ist nicht gerade vom Boot gefallen. Neben euch ist einer, der mit Wert von Haien gefressen. Kann das sein? Eine Ankündigung wäre cool gewesen. Ja. Okay, unser Schiff ist frei, Leute, jetzt, ne? Jo, wartet mal. Ist tot. Ich bin genau im Wasser unten. Wie, du bist mit der Leiter jetzt hoch? Oder? Mann von Bord! Ja, Lutz ist runtergefallen. Du kannst doch auf die Werft oben einfach drauf. Aber wieso kündigt das keiner an, Alter? Hat das Schiff schon einen Namen? Hier drüben kommst du auch drauf, bestimmt. Oh, naja. Ja, Mann. Also. Denk dran, dass du nur immer einen Namen geben kannst, oder? Dann, sonst ist es vorbei. Echt? Na dann, Badewanne. So. Okay, Lutz ist am Steuer. Ist das größere Problem zu überleben, indem dir das Essen irgendwann ausgeht aktuell, weil das ist wirklich keine große Herausforderung, was die hier bitte machen. Bitte mal die Segel aufmachen. Okay, mach ich. Der Anker ist, glaube ich, noch. Es geht los. Welche Seite einfach denn? Zur Seite, nach links, da wo der Steinvorsprung ist. Genau. Hin einfach springen oder? Ja, einfach springen und dann links liegt. Maulwurfen ist mit dir irgendwie unterwegs. Wir sind über euch. Ich müsste jetzt überhaupt mal wissen, wo wir hin müssen, beziehungsweise irgendwie, ich glaube durch die Sellings über mir, habe ich einen ganz begrenzten, hier, komm. Ich wollte mich mal umgucken. Sichtwinkel. Achso, klar. Ich nehme die beiden Sellings weg. Wie wäre es denn, wenn die Schützen auf dem Boot sich vorher vielleicht kurz angucken, wie das Ganze hier aussieht, damit sie direkt wissen, worauf sie schießen müssen? Weil hier ist es wirklich nicht so schlimm, also einfach mit einem Climbing-Pick kurz über die Mauer klettern und mal gucken, wie es aussieht. Ich hab auch Bilder von Fotos gemacht. Ja gut, also, keine Ahnung. Kannst du es halt auch nochmal kurz angucken, weil wir sind ja wirklich dabei nur AFKler oder Nackte abzufahren. Ah, man muss an die Kanone gehen und Erdwolken. Geht die Nacht.
Guck, ah, alles klar, okay. Wir sehen euch jetzt. Ihr seid jetzt an den Behemoth Gates von uns aus vorbei. Wir sollten vielleicht mal alle Kanonen nachladen. Ja, und mal die Segel mal bitte kurz ein bisschen runter machen. Weil ich sehe hier gar nichts. Ich muss die Settings hier erstmal abreißen. Okay. Da ist noch einer für Lutz, die Ceilings ab. Fertig. Okay, warte, ich mach die Ceilings weg. Die einfach nur die oben hier. Ne? Ja. Die über mir. Ich stoppe erstmal, oder? Okay, kommst du noch weiter oder hast du noch eine Tür? Soll ich erstmal stoppen? Nee. Noch hier? So. Besser? Boah, das ist runtergefallen. Geht's jetzt? Alter, ist das cool, Mann. Oh, man kann nur noch das Schiff in Ego-Perspektive steuern. Dann ist das bewusst so, damit man dir das ansagen muss. Oder das Ceiling. Nee, ich hatte vorhin keine Ego-Perspektive. Ach, du Scheiße. Das ist fett. Ja, also ich... Komm mit. Haust wahrscheinlich die Hütte weg. Es ist aber bald erstmal noch. Aber die Wand ist echt wichtig eigentlich, ne? Stimmt. Vielleicht auch mal die Tür aufmacht. Das war so cool, Black Sails mäßig, die Ansicht. Der Typ mit der Knarre ist rausgerannt, wurde vom Wolf gefressen, ich hab seine Knarre. GZ, nice. André. Oh, jetzt läuft's eingesperrt. Wir müssen mir nochmal so ein bisschen sagen, wo ich hinfahren muss. Wir müssen einmal festlegen, der das ansagt. Wir müssen zurück, wir sind auch schon lang vorbei. Bugs, kannst du das machen? Ach, wir sind vorbei schon? Keine Ahnung, wo wir sind irgendwie. Ihr seid vorbei, ja. Vorbei, ja. Gut. Okay. Mal bitte Segel anpassen. Noch eine... Einer vorne und einer hinten. Kommst du, glaube ich, nicht hoch, oder? Doch. Ach, echt? Du bist quasi auf der linken Seite von diesem Fuß, da wo so diese Bucht so ein bisschen eingedellt ist. Kanonen sind alle nachgeladen. Was ich halt mega krass finde, ist, wie stabil man auf diesem verdammten Schiff draufsteht. Wenn ich das mit Ark vergleiche, mit einer Plattform oder so. Das ist der Wahnsinn. Richtig geil, ne? Ja, ist total cool. Also das haben sie gut programmiert, muss man sagen. Ich muss mal oben auf den Ausguck gehen, Dean. Okay. Ey, sorry Leute, ich bin jetzt bestimmt keine große Hilfe. Ich bin ja total überfordert. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Jetzt mache ich erstmal mehr oder weniger gar nichts. Gucken wir das an. Brian, Mal Segel mal halbe Kraft. Seht ihr uns? Ich weiß nicht, ja, stopp. Segel runter. Voll gut. Oh, hier ist ein Demut. Oh, warte mal, ich will gucken. Das sieht voll geil aus. Das ist mega geil. Ja. Also, leg dich hin. Wir fassen Level. Ich will erstmal ein Segel runter machen, damit du langsamer bist. Ja, ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ihr müsst mir sagen, wo ich. Die linke Seite. Drin, jetzt fährt richtig. Stopp. Okay. Alle Segel, stopp. Ihr seid genau richtig. Frage ist, schafft ihr es noch näher ran? Seht ihr mich hier auf der Mauer springen? Spring nicht. Nein, lass du. Warte mal, mach mal die Segel bitte alle runter. Ich muss hier noch weiter die Mauern absägen. Ich sehe kein Problem. Und wo? Weiß ich nicht. Hallo? Okay. Ich sehe ja nicht mal die Mauer. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, das wird nichts. Man sieht die Mauer nicht. Wir müssen wahrscheinlich viel mehr durchschneiden. Ich sehe nur 2 Behemoth Gate oder so. Ich sehe auch bloß die 2 Behemoth. Achso, nee, die hier ist nichts mehr. Ja, dann lass nochmal zurück. Ja, oder lass hier hochklettern einfach. Dann kommen wir schneller zurück. Ihr seht doch den Felsen, der hat doch so einen Tunnel quasi, oder? Ja, ah, ja. Jetzt habe ich wieder vernünftige Sicht. Ja, den Tunnel sehe ich. In dem Tunnel ist die Base drin. Ah, ja, da müssen wir aber viel näher ran. Das Schiff hat doch schon Level Up, by the way, ne? So, Segel mal anpassen, bitte. Könnt ihr auch von oben machen, übrigens. Ja, ich fasse hier gerade nichts an. Ey, die Atmosphäre ist so krass gut, ey. Ich soll noch mal einer sagen, das ist eine billige Ark-Kopie. Das ist der Wahnsinn. Wie tief ist denn das Wasser da, wo die Boje ist? Da wird's flach, oder? Hast du jetzt die Rundumsicht? Ja. Kannst du unter das Boot gucken eigentlich? Ja, ich sehe aber nicht so viel unterm Boot. Weil das Boot so riesig ist, weißt du? Mhm. Kurzes Update, wir haben theoretisch die Leute komplett unter Kontrolle. Keiner kommt an deren Kanonen ran. Okay, sehr gut. Also campen die Ausgänge komplett zu und die haben sich in ihrer Base eingeschlossen. Okay, dann geht es jetzt darum, dass wir die wegknallen können mit der Kanone. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir ganz langsam da ran schubbern. Ja, also du kannst ja, ist tief genug. Wir haben ja auch eine Frontkanone, ne? Hm. Oh ja, genau, die Frontkanone. Warte okay, mal. Das ist was, das könnte ich vielleicht sogar machen. Ich mach mal runter. Ihr könnt mit dem Schiff halt auch, wenn ihr keinen Wind habt und die Segel komplett rausnimmt, trotzdem auf der Stelle fast drehen. Also selbst wenn ihr kurz vor einem Riff steht, schafft man die Kurve damit.
Ja. Der Frontkanone wäre das wirklich perfekt, weil ihr steuert gerade perfekt auf die Base zu. Ich stehe hier oben und hüpfe. Zur Boje rechts, an der Boje rechts vorbei, weil dann hast du Sandbank unter dir sonst. Hier, was wollen wir denn überhaupt aufmachen da, Gato? Die Base. Einfach ein Loch in die erste Mauer, oder was? Ja, nee, nicht in die Mauer, sondern am besten ihr schafft es sogar ganz knapp über die Mauer zu schießen, weil direkt dahinter ist die Base. Ja, das sehe ich schon, da ist das Haus, das sehen wir schon, da wo die Leute auf dem Dach stehen. Ja, da wo ich das auf dem Dach hin und her springe. Ach, das seid ihr? Wie weit kann ich noch, Orion? Warte mal kurz. Wie weit kann ich noch, Orion? Du musst jetzt zu mir in die Richtung fahren. Auf jeden Fall rechts. Ja, aber dann kann rechts, ich. Rechts, du kannst nicht das Segel anfangen. Runter. Segel runter. Segel runter. Die Kanone kann halt nur geradeaus schießen. Ja, genau. Deswegen richte ich das Boot jetzt aus. Das sieht gut aus. Jetzt sitzt die Ausrichtung ziemlich perfekt. Jetzt geht schon wieder zu weit nach links. Auf. Jetzt ist zu weit nach links. Es muss. Ja, warte, ich. Jetzt perfekt wieder. Also der perfekte Shot wäre knapp über die Kanone, genau auf das Hausdach. Ja, haut mal einen Anker raus, bitte. Ich habe hier teilweise gelb. Ja, dann. Na, wie macht man die Farbe Anker? Hat nichts zu sagen, glaube ich. Du Schuss musst gucken, wo das Zielkreuz ist. Hast du das gemacht? Hat schon die mal in Deckung, ne? Ach, Mann, nee. Kommst die rote, wie die Kugel fliegt, bekommst du angezeigt. Also Anker kann ich noch nicht machen. Okay, dann oder mal. Der Base hüpft einer. Schieß mal. Das sind alles Gatus-Leute. Ich hab mal geschossen, keine Ahnung. Oh, der war ziemlich gut. Das war ein perfekter Hit. Okay. Nice.